Astroworld ist ein Rollenspiel wie stark ihr ist. Nun, heute beschäftigen wir uns mit dem Rollenspiel, mit dem sogenannten Emoten. Man schließt den Emote in zwei Sternchen einfach ein und beschreibt so, was man tut, was man sich vorstellt, das Rollenspiel an sich eben. Ich werde euch in diesem Video ein paar Beispiele zeigen, wie ihr das am besten darstellt und wie man es auch Massenschlacht macht. Nun, wie ihr seht, gebe ich unten den Emote ein, wenn ich schon mal eine Aktion ausführe. Bei jeder dritten Aktion muss ein Emote sein auf Astor. Tja, wie ihr lesen könnt, bin ich gerade dabei, so mit ihnen zu erschießen. Und diese Sachen, diese Handgriffe, die mein Charakter ausübt, emote ich also. Das, was man innen möchte, was man zwar sieht, aber dennoch kann man das mit den Emoten etwas ausschmücken und verdeutlichen. So wie ob seine Hand zittert, ob er davon berührt ist. Was man sieht, ist mein Charakter nicht besonders berührt davon, dass es einem Tote liegt. Natürlich auch das Abnehmen von Gegenständen, vom Charakter selber oder von Leichen, muss mit einem Emote ausgeschrieben werden. Es erscheint vielleicht jetzt ziemlich nervig, aber im Nachhinein ist es ziemlich praktisch, besonders wenn man mit mehreren Leuten zusammen ist, kann man direkt zurückverfolgen, was wer gemacht hat. So als wenn man sich beim Pen and Paper gegenüber sitzt und sich miteinander unterhält oder so. Zudem wird es hier schön, wie man im Journal sieht, alles dargestellt. Das Journal ist mit Alt und Y zu öffnen. Also Alt gedrückt, Y und schon habt ihr ein Journal. Größe kann man einstellen und so weiter. Tja. Hier sieht man mal schön, danke nochmal an die vier Spieler, ein Emoting bzw. das Rollenspiel miteinander. Power-Emotes sind verboten, sowas wie ich stech dich ab und so weiter. Also stich zu und der andere hat keine Chance auszuweichen. Man muss immer drauf erpicht sein, miteinander zu spielen. Sozusagen ein Frage-Antwort-Spiel. Versucht ihn zu erstechen, schafft es ihn zu töten und so weiter, so ein Miteinander. So. Ja, nochmal einen schönen Dank an die vier Spieler. Wie man sieht, probieren die Leute aufeinander zuzugehen und trotzdem ihre eigenen Vorstellungen vom Rollenspiel und von ihren Charakteren durchzusetzen. Was natürlich eine ziemlich schwere Sache ist. Ja, ich ziehe mal den Namen rüber, dann könnt ihr nämlich lesen. Das alles im Journal mit dem gleichen Namen, der auch da benutzt wird, ist. Natürlich erspielt man sich diesen Namen. Also ich könnte diese Charaktere nicht ansprechen, weil ich sie noch nicht kennengelernt habe. Aber so kann man gut verfolgen, wer was gesagt hat. Nochmal vielen Dank an euch. Ja, nun gehen wir mal weiter zu einem anderen Beispiel. Man kann nämlich auch Gebäude und andere Gegenstände und so weiter mit Emotes ausschmücken. Zum Beispiel das riesige Gebäude. Es ist nicht besonders groß. Doch man kann damit eine Stimmung erzeugen, diesen Rollenspiel, diesen Emoten. Das ist einfach wunderbar, wenn man aus einem kleinen Ast einen riesen langen Emote schreibt, dass er leuchtet, dass er riesengroß ist, welche Gefühle der Charakter dabei hat, wie er sich verhält. Es ist einfach wunderbar, das Rollenspiel auf diese kleinen Sachen zu vereinfachen. Ja, das war schon wieder eigentlich. Kurze Videos haben auch einen Reiz. Von daher, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.